Hallo, hallo, herzlich willkommen. Moin zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin André. Schön, dass du reinschaust. Wir spielen wieder World of Warcraft Classic. So, wir sind in Tanaris ja mittlerweile angekommen. Und ja, ich hänge ja an einer absolut scharfen Aufgabe. Wir müssen hier noch Piratenhüte suchen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile schon 2 Tage dabei. Oder sagen wir es mal eher, ich glaube schon 2 Stunden oder 3 Stunden habe ich damit verbracht, diese Aufgabe hier zu klären. Das Problem liegt einfach darin, dass einfach zu viele Spieler hier sind. Wie ihr jetzt schon wieder sehen könnt, ist heute auch schon wieder richtig die Hölle los. So, 2 Stück brauchen wir noch. Dann kann ich die Aufgabe endlich hinter mich lassen. Also ich kann euch nicht empfehlen, hier zu questen. Es ist einfach unglaublich viel los hier. Ich weiß auch nicht. Also die Leute sind alle sowas von euphorisch. Es sind so viele Spieler am Start, die Lich King spielen wollen. Und die jetzt noch alle schnell ihren Charakter leveln. Ja, mittlerweile heute den. Ja, wir sind jetzt bei fast dem letzten Viertel vom August. Und ja, einen Monat noch. Dann erscheint der Lich King. Also, das wird sehr interessant werden. Dann können wir uns schon mal darauf einstellen, mit Sicherheit, wenn das Spiel rauskommt, dass wir erstmal gar keine Chance haben, überhaupt zu leveln in dem Gebiet. Wird einfach so sein. War wie damals. Und so wird es heute auch sein. Da ist ja heute bei WoW ja dieses eingeführt haben mit diesen Loot-Teilungen. Gibt es ja leider bei Classic noch nicht. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Mechanik, wo ich sagen würde, das könntet ihr bei Classic auch nochmal reinhauen, weil es einfach zu anstrengend ist. Du sitzt manchmal an Aufgaben dran, urig lange, nur weil du keine Mobs abkriegst. Das ist echt heftig. Bleib mir fern. So. Weit wegrennen, junge Dame. Auch dich. Alle Hüte bei, ja. Generell schon. Doch immer so, dass der letzte Rest, da wird der Loot immer schwieriger. Wir brauchen jetzt noch 2 Stück, glaube ich, waren das. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ja. Einer noch. Einer noch.
Meiner. Danke, dass ihr hilft. Jawoll. Das ging ja schneller als gedacht. So, auf. Auf geht's, abhauen hier. Abhauen hier, Leute. Auch nicht viele Mobs stehen hier noch rum. So, wir müssen abgeben. Ah, hier. Eine Dampfdruckpier. Jetzt mal nur schon die Hälfte nur mit Laufen beschäftigt. Da reppen irgendwie? Nee. So, moin! Zeit ist Geld! Harte Rose, ihr seid eine Frau? Ich bin mir sicher, dass das Kartell mir jetzt wieder freundlicher gestimmt sein wird. Nun, da ich mir mit dem Südmeerabschaum geholfen habe, lasst mal sehen, womit ich euch belohnen kann. Und wenn ich euch ein paar Münzen gebe, damit ihr hier was aussucht, na, seid ihr damit einverstanden? Oh, doch, guck mal hier, das nehme ich. Das nehme ich. Die haben 145% auf Feuer. Geht nicht besser, oder? Dole. Bild hast du damit? Dein eigenes? Braucht ihr etwas? Was hat denn der für eine Aufgabe? 45. Gehen wir direkt hin. Ich schulde Seewolf McKinley in Beutebucht etwas Rum, eine Wette zu begleichen, aber mir ist der Rum ausgegangen. Captain Quergo hat meine letzte Lieferung gestohlen und lagert sie in dieser ummauerten Piratenstadt im Süden. Wenn ihr meine Rum-Lieferung finden und zurückbringen könnt, dann kann ich McKinley beweisen, dass Kalimdor Drinks die aus Beutebucht um Längen schlagen. Schönen Tag. Ich auch einen. Hätte gern auch einen Kalimdor Drink. Okay. Eingebildete Modeschöpferin. Deutsch lässt wieder grüßen. Piratenhüter Ahoi. Da habe ich sie für dich. Oh, ihr seid ein Schatz, auch wenn ihr etwas länger gebraucht habt, als ich es gewohnt bin. Diese Lieferung wird mir so einiges an Geld einbringen. Sobald ich diese Hüte richtig gesäubert und individuell gestaltet habe. Hier habt ihr etwas für eure Mühen. Yes, level up! Hey, das war's schon. Das war schon so mega anstrengend. Scheiße, ich muss da wieder hin. Das wird jetzt eine richtige Scheißaufgabe. Ich weiß, wo der ist. Da, wo wir gerade eben waren, da steht ja das Schiff und da muss ich reinkriechen.
Ui. So, hier haben wir nur 47, 49, 48. Ich merke schon wieder, das Gebiet ist wieder hart an der Schmerzens. Ohne Witz. Ohne Witz. So, leider gab es hier niemanden. Ich hätte ja zwar hier was verkaufen können. War nur noch 88% Russi. Schlecht aus. Einer drin? Ja. Auch nur ein Verkäufer. Ach Mist. Sieht fast so aus, als wenn der schneller rennt als ich, obwohl ich so eine Echse habe. Aufgaben habe ich gar nicht. Muss jetzt nur McKinley töten. Mehr habe ich gar nicht. Wird eng. Da müssen wir uns eventuell. Wir sind 44. Wenn ich jetzt eine 47er nehme. Ich glaube, das wird schon fast meine Power überschreiten. Einmal reparieren. Kaufen. Brauche ich noch? Ja, auf jeden Fall, ich kann schon wieder einiges ins Obst. Auch größere Taschen. So, der hier hat eine 45 plus, ist meistens eine Gruppenaufgabe. Der hier hat einen 49, also das ist wirklich hier unten. Aber ich bin ja noch nie runtergegangen. Eine Orkin ohne Haare, die erinnert mich so ein bisschen. Wreck. Kann es nicht so hier deuten, was hier unten los ist. Ein komisches Treiben, die hier unten haben. Da drin vielleicht eine Aufgabe. Dem hier auch nicht. So. Eine 47. Wir sind drei Level über mir. Ich würde sagen 49. Ich glaube, das ist schon etwas schwer. 45 plus. 45. 45 wäre bestimmt nochmal Morastwinkel hier zurück, richtig? Aber da sind die Aufgaben auch schlecht. Da sind das, guckt euch an, das ist ja grün, das ist ja alles 39. Eine 30er. Ich weiß nicht, hier. Ratchet, ob man da gut. Ich muss mir eine Strategie ausdenken. Was ich machen kann, also hier wird es auch schwierig. 50, das ist viel zu hoch, das geht gar nicht klar.
Wo ich jetzt aktuell mit 44 leveln kann. Wenn du vielleicht für mich eine Idee hast, dann ja, würde ich mich freuen. Schreib's mir noch einfach mal unten in die Kommentare, welches Gebiet ich mich jetzt begeben könnte. Gut, dann bedanke ich mich, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ja, lass doch mal ein Abo für den Kanal da und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Ich bin raus. Bis dann, dein André und tschüss.